Es ist der 11. Tag meiner Reise und heute steht die Fahrt von Santiago de Chile nach Mendoza in Argentinien mit dem Omnibus über die Anden an. Früher führte da auch eine Schmalspurbahn entlang. Heute allerdings gibt es eine Bahn noch für den Transport von Kupfer, das 93% rein ist, und Molybdän. Der Zug fährt bis an die pazifische Küste, die von hier aus 150 Kilometer entfernt ist. Der Pass ist heute die Hauptverbindung zwischen Chile und Argentinien. Die Straße windet sich in 38 Serpentinen auf 3100 Meter Höhe hoch. Auf der Passhöhe ist ein berühmtes Skigebiet, das heute noch von der österreichischen Nationalmannschaft zum Sommertraining benutzt wird. Auf dem Pass ist auch die Grenze zwischen Chile und Argentinien. Rege Reiseverkehr und Warenverkehr zwischen den Ländern findet statt. Von Chile aus werden Pfirsiche, Honig, Aprikosen, Blaubeeren transportiert und von Argentinien zurück Soja und Fleisch. Der Rundblick auf der Passhöhe ist wirklich atemberaubend. Man sieht auch den Aconcagua, der höchste Berg außerhalb Asiens ist. Er ist fast 7000 Meter hoch und ein Bergsteigerparadies. In mehreren Etappen wird auf diesen Berg gewandert. Die Wanderer starten von der Passhöhe aus, und zwar von der Inka-Brücke. Diese Inka-Brücke zeigt auch, wie viele verschiedene Mineralien in den Bergen sind. Man sieht es an der Steinfärbung. Die Bahnstation der Schmalspurbahn an der Inka-Brücke sieht man auch noch. Seinerzeit hat da ein Luxushotel gestanden. Das ist aber von einer Lawine weggerissen worden. An der Stelle hat man die südliche Grenze des Interwegs.